Die Bombe im Gehirn. Die Spätfolgen von Kindesmisshandlung. Teil 1 von 4. Hallo, ich bin Heiko Fido von Freiwillig Frei und dies ist eine Präsentation von Stefan Molyneux von freedomainradio.com, der größten und beliebtesten Philosophie-Show im Internet. Ich habe die Präsentation aus dem Amerikanischen übersetzt und etwas angepasst. Was ist die Absicht dieser Vortagsreihe? Wir können die Welt nicht heilen, bevor wir wissen, warum sie krank ist. Wir können die Welt nicht friedlich und liebevoll machen, bevor wir wissen, warum sie gewaltvoll und hasserfüllt ist. Die Hauptursachen von Gewalt, Drogenabhängigkeit, Promiskuität, Suizidalität und anderen Störungen sind sehr klar. Diese Forschungsergebnisse sind schon längere Zeit bekannt, aber die wenigsten Menschen wissen davon. Nachdem du dieses Video angesehen hast, wirst du die Welt mit anderen Augen sehen und vielleicht dich selbst auch. Diese Präsentation hat 5 Teile. Zuerst der Teil 1 heißt Die Bombe im Gehirn, das ist dieser Teil. Im Teil 2 folgt ein Interview mit dem Leiter der ACE-Studie, Dr. Vincent Felitti. Im Teil 3 geht es über die Psychologie und Neurobiologie der Gewalt. Im Teil 4 geht es darum, wie man die Bombe im Gehirn entschärfen kann. Und im Teil 5 ein Nachwort und eine Verschreibung. Tödliche Risiken. Wir hören ständig in den Medien über Risiken, insbesondere für Kinder, Risiken für das Überleben und die Gesundheit. Wirkliche Gefahren für das Leben und die Gesundheit werden in den Medien und in unserer Kultur insgesamt stark verzerrt dargestellt. Auf Schweinegrippe, erbgutschädigendes BPA in Babyfläschchen und Blei in Kinderspielzeug wird ständig Bezug genommen und sie sind auch gefährlich. Aber über andere, noch schädlichere Faktoren wird nicht gesprochen. Verglichen mit einem unglaublich weit verbreiteten Problem, das lebenslange Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden hat, wie ein 48% größeres Risiko, Krebs zu bekommen, eine Verringerung der Lebensdauer bis um zu 20 Jahre, massive Zunahmen von Drogenabhängigkeit, Promiskuität, Alkoholismus, Kriminalität, Suizidalität, Depression, Angststörungen und so weiter. Weißt du, was es ist? Sehr wenige Menschen wissen, was diese entsetzlichen Gefahren für Leben und Gesundheit verursacht. Dieses Versäumnis ist eine Schande für unsere Kultur. Tun wir etwas dagegen. Es geht um Kindesmisshandlung. Im Folgenden wird in dieser Präsentation über die ACE-Studie berichtet. Die kalifornische Kaiser Permanente Krankenversicherung hat 1995 eine sowohl rückblickende als auch immer noch andauernde prospektive Studie zum Gesundheitszustand von 17.000 ihrer Versicherten durchgeführt und den Zusammenhang mit belastenden Kindheitserfahrungen, ACEs, Adverse Childhood Experiences, untersucht. Es ist die größte Studie dieser Art bisher. ACEs sind, um einige wesentliche Ergebnisse vorwegzunehmen, wenngleich gut verdeckt, überraschend häufig, haben umfassende negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden im Erwachsenenalter, ein halbes Jahrhundert später, und sind ein Hauptbestimmungsfaktor für den Gesundheitszustand der Erwachsenen. Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass die Zusammenhänge, die hier berichtet werden, nicht auch in anderen Ländern weltweit bestehen. Das misshandelte Gehirn. Diese Bilder illustrieren die negative Wirkung von Vernachlässigung auf das sich entwickelnde Gehirn. Links ist die Computertomographie eines gesunden Dreijährigen mit einer durchschnittlichen Kopfgröße abgebildet. Das Bild rechts stammt von einem dreijährigen Kind, das schwerer sensorischer Deprivation ausgesetzt war, also Vernachlässigung. Das Gehirn dieses Kindes ist wesentlich kleiner als durchschnittlich und weist eine abnorme Entwicklung des Kortex auf. Man sieht in dem kleineren Kopf, dass die schwarzen Stellen vergrößert sind. Das sind die Ventrikel, in denen befindet sich nur Gehirnflüssigkeit. Die biologische Gestalt des Körperorgans Gehirn hängt also entscheidend davon ab, unter welchen Bedingungen ein Kind aufwächst. Kindesmisshandlung oder Kindesvernachlässigung zerstört also tatsächlich Hirngewebe. Hier kann man es an diesen Bildern sehen. Ja, was sind belastende Kindheitserfahrungen? Es gibt ausführliche Definitionen, die man nachlesen kann auf der Website www.acestudy.org. Es geht um körperliche, verbale, emotionale und sexuelle Misshandlung und Vernachlässigung und um ernste Probleme im Haushalt. Dieser Vortrag beschreibt den Zusammenhang zwischen ACEs auf der einen Seite und Risikoverhalten beim Erwachsenen und späterer körperlicher und psychischer Gesundheit auf der anderen Seite. Es gibt auf der Website acestudy.org auch einen Fragebogen, mit dem man herausfinden kann, wie hoch der eigene ACE-Wert ist. Das kann sehr interessant sein. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer ist 57 Jahre. Das heißt, die Befragung wurde durchgeführt
40 oder 50 Jahre, nachdem die Misshandlungen stattgefunden haben. Bei der ACE-Studie gibt es wahrscheinlich Erfassungslücken bei der Häufigkeit der ACEs. Wir werden uns in dem Vortrag die Häufigkeiten von ACEs ansehen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die wahre Häufigkeit der ACEs in der Studie wahrscheinlich stark unterschätzt wurde. Warum ist das so? Die Stichprobe besteht aus Patienten der Mittelschicht mit einer sehr guten Krankenversicherung. Das bedeutet, sie enthält keine mittellosen oder gescheiterten Individuen. Menschen in Armut haben nach den Erkenntnissen der hier berichteten Studie überdurchschnittlich viele ACEs erlebt, sind aber weniger in der Studie vertreten als in der Bevölkerung. In einer Stichprobe, die eine breitere Auswahl von Teilnehmern aus der Bevölkerung gehabt hätte, wären die ACE-Häufigkeiten wahrscheinlich viel höher. Punkt 2. Die Studie beruht auf Selbstberichten, bei denen es nicht wahrscheinlich ist, dass Misshandlungen berichtet werden, die nicht stattgefunden haben, also dass Misshandlungen erfunden werden. Es ist aber wahrscheinlich, dass erfolgte Misshandlungen weggelassen werden. Auch hier ergibt sich, dass, wenn ACEs über Selbstberichte erfasst werden, die Häufigkeit von ACEs in der Stichprobe eher unterschätzt wird. Punkt 3. Kindesmisshandlung beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Hippocampus, der für das Langzeitgedächtnis wichtig ist. Daher haben viele Menschen Gedächtnislücken in ihrer Kindheit, wo es eigentlich ACEs zu berichten gäbe. Auch das führt zu einer Mindererfassung von ACEs. Nun sehen wir uns an die Prävalenz, also die Häufigkeit von ACEs. Wir sehen auf der linken Seite die Prozentzahlen. Das heißt, je höher die Balken sind, desto mehr Menschen berichten über ACEs. Wir sehen hier auf der rechten Seite, dass unterschieden worden ist zwischen der Gesamtstichprobe und dass man aufgeteilt hat zwischen dem, wie häufig Männer ACEs berichten und ganz hinten, wie häufig Frauen ACEs berichtet haben. Und man sieht hier, dass 0 ACEs ungefähr 30-40% der Menschen berichtet haben. Man sieht, dass ein ACE noch von ungefähr 20% aller Teilnehmer der Studie berichtet haben. 2 ACEs haben schon weniger berichtet, ungefähr 15%. 3 ACEs ist ungefähr 10%. Und wenn man alle Personen zusammennimmt, die 4 oder mehr, das geht bis zu 9 ACEs berichtet haben, dann kommt man wieder auf etwas höhere Zahlen, über 10%. Ja, man muss sich eben bedenken, dass das hier eine Mittelschichtsstichprobe ist. Wirklich chaotische Haushalte, das sind die mit den 4 und mehr ACEs, gibt es doch eine erstaunlich hohe Anzahl. Und man muss sehen, dass die Mehrzahl von Kindern oder von Erwachsenen in ihrer Kindheit ACEs erlebt haben. Dass also diejenigen, die von ACEs verschont geblieben sind, in der Minderheit sind. Nämlich ungefähr 35%. Die Biologie von Gewalt. Während der letzten paar Jahrzehnte sind alarmierende Forschungsergebnisse über die Psychologie und Neurobiologie der Gewalt bekannt geworden. Während der ersten 4 Jahre des Lebens formen sich 90% des Gehirns eines Kindes durch die Erfahrungen, die das Kind macht. In den vergangenen 2 Jahrzehnten haben über 100 sorgfältige Studien gezeigt, dass spätere Gewalttätigkeit eine Folge von unsicherer oder desorganisierter früher Bindung ist. Wir werden also nicht gebrochen geboren, sondern durch unsere Erfahrungen wird unser Gehirn geschädigt, was uns lebenslang Probleme beschert, wie wir noch sehen werden. Die Prävalenz von Misshandlung. Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien zeigen, dass in Europa ca. 20% der Mädchen und 8% der Jungen in ihrer Kindheit sexuell misshandelt worden sind. Für Nordamerika sind diese Zahlen etwas höher. Körperliche Misshandlung ist sogar noch häufiger. Eine Studie aus Ostdeutschland fand zum Beispiel, dass 52% der Befragten als Kinder körperlich misshandelt worden waren. Körperliche Züchtigung, also nicht unbedingt Misshandlung, das bedeutet Schlagen mit einem Stock und so, körperliche Züchtigung ist bei den Basken in Spanien am meisten verbreitet. 92% ihrer Kinder werden geschlagen. Mehrere Studien haben nachgewiesen, dass Misshandlungen in der Kindheit dazu führen, dass Erwachsene antisoziales oder kriminelles Verhalten zeigen. Wenn ein Junge ein bestimmtes Gen hatte und er misshandelt wurde, entwickelte er mit 85%iger Wahrscheinlichkeit antisoziales Verhalten. Tragischerweise ernten wir als Gesellschaft, was wir gesät haben, wenn wir Kinder schädigen. Kindesmisshandlung und Übergewicht. Misshandlung in der Kindheit ist eng verbunden mit Übergewicht im Erwachsenenalter. 66% der Teilnehmer der ACE-Studie berichteten ACEs aus einer oder mehreren Misshandlungskategorien.
Körperliche und verbale Misshandlung hatten die stärkste Verbindung zu Körpergewicht und Übergewicht. Das Risiko für Übergewicht nahm zu mit der Anzahl der zutreffenden Misshandlungskategorien und dem Schweregrad der jeweiligen Misshandlung. Kindesmisshandlung und Konsum illegaler Drogen. Auch dies ist miteinander verbunden. Verglichen mit Personen, die kein ACE berichteten, hatten Personen mit 5 oder mehr ACEs 7 bis 10-fach öfter Probleme mit illegalem Drogenkonsum. ACEs scheinen die Hälfte bis zu 2/3 aller schweren Probleme im Zusammenhang mit Drogengebrauch zu erklären. Drogen und ACEs. Hier sieht man auf der linken Seite aufgetragen, wie viel Prozent der jeweiligen Gruppe über den Konsum harter Drogen berichten. Das ist bei der Personengruppe, die kein ACE berichtet haben in ihrer Kindheit, 0,3%, also sehr wenige. Bei der Gruppe mit einem ACE haben wir 0,5% Konsumenten harter Drogen. Bei 2 ACEs geht die Kurve schon etwas höher, auf 1,4%. Bei 3 ACEs haben wir es mit 2,3% Drogenkonsumenten zu tun. Und bei 4 und mehr ACEs haben wir es mit 3,4% Drogenkonsumenten zu tun. Wir werden diese Entwicklung der Zahlen immer wieder sehen in dieser Präsentation. Es ist also eine dosisabhängige Beziehung zu problematischem Verhalten oder Gesundheitszustand zu beobachten. Je mehr ACEs, desto größer die Probleme. Kindesmisshandlung und Alkohol. Die Gesamtzahl der ACEs einer Person stand in einem proportionalen Verhältnis mit der Wahrscheinlichkeit, schon in der frühen und in der mittleren Pubertät erstmals Alkohol zu trinken. Manche ACEs erhöhten die Wahrscheinlichkeit, mit 14 oder früher das erste Mal Alkohol zu trinken, 2- bis 3-fach. Das Vorliegen von ACEs erhöhte die Wahrscheinlichkeit, in der mittleren Pubertät, 15 bis 17 Jahre, das erste Mal Alkohol zu trinken, um 20 bis 70%. ACEs und Alkoholismus bei Erwachsenen. Auf der linken Seite der Prozentsatz derjenigen, die sich selbst als Erwachsene als Alkoholiker eingeschätzt haben. Bei 0 ACEs in der Kindheit 2,8%. Bei einem ACE 5,7%. Bei 2 ACEs 10,3%. Bei 3 ACEs 11,4%. Und bei 4 oder mehr ACEs 16,1%, die sich selbst als Alkoholiker eingeschätzt haben. Kindesmisshandlung und Suizid. Es besteht ein starker proportionaler Zusammenhang zwischen ACEs und der Wahrscheinlichkeit, während des späteren Lebens einen Suizidversuch zu unternehmen. Die lebenslange Prävalenz mindestens eines Suizidversuches war 3,8%. Eine belastende Kindheitserfahrung jedweder Kategorie erhöhte das Risiko eines Suizidversuches 2- bis 5-fach. Personen, die 7 oder mehr ACEs berichteten, unternahmen 31,1 Mal häufiger einen Suizidversuch als Personen, die kein ACE aufwiesen. Hier ist die Prävalenz eines Suizidversuches 1,1%. ACEs und Suizidversuche, hier sehen wir die Prozentzahl aufgetragen, bei 0 ACEs 1,1%, 1 ACE 2,2%, 2 ACE 4%, 3 ACE 5,6%, 4 ACEs 8,4%, 5 ACEs 13,8%, 6 ACEs 21,8% Suizidversuche, 7 und mehr ACEs 35,2% Suizidversuche. Das ist sehr bedrückend. Kindesmisshandlung und Todesursachen. Es besteht ein starker proportionaler Zusammenhang zwischen der Anzahl von Kategorien von Misshandlungserfahrungen oder Dysfunktionen im elterlichen Haushalt während der Kindheit und verschiedenen Risikofaktoren für mehrere der Haupttodesursachen von Erwachsenen. Die Anzahl der Kategorien von ACEs, die eine Person in der Kindheit erlebt hat, stand in einem proportionalen Verhältnis zum Vorhandensein von Krankheiten beim Erwachsenen, wie koronare Herzkrankheit, Krebs, chronische Lungenerkrankungen, Knochenbrüche und Lebererkrankungen. Die 7 Kategorien von ACEs traten oft zusammen auf. Personen, auf die mehrere Kategorien zutrafen, wiesen im späteren Leben häufig auch mehrere Risikofaktoren für ihre Gesundheit auf. Die Haupttodesursachen. Mehr als die Hälfte der Befragten berichteten von mindestens einer Kategorie ACE, die sie erlebt hatten, und 1/4 berichtete 2 oder mehr Kategorien. Personen, die ACEs aus 4 oder mehr Kategorien erlebt hatten, wiesen im Vergleich zu Personen, die kein ACE erlebt hatten,
ein 4- bis 12-fach erhöhtes gesundheitliches Risiko für Alkoholismus, Drogenmissbrauch, Depressionen und Suizidversuche auf. Sie wiesen ebenso 2- bis 4-mal häufiger folgende Merkmale auf: Rauchen, Selbsteinschätzung eines schlechten Gesundheitszustandes, 50 oder mehr Sexualpartner in der Lebensgeschichte und sexuell übertragbare Krankheiten. Körperliche Inaktivität und starkes Übergewicht trat bei ihnen 1,4 bis 1,6-mal häufiger auf. HCEs und Rauchen. Rauchen kann als Versuch verstanden werden, einen Mangel an Transmitterstoffen im Hirn mit Zigaretten zu therapieren. Das Rauchen beeinflusst also die Durchblutung im Gehirn. Hier sieht man, dass 5,5% der Befragten, die kein ACE in der Kindheit angegeben haben, geraucht haben. Wenn man ein ACE berichtet hatte, waren es 6% der Personen, die rauchten. Bei 2 ACEs 8%, bei 3 ACEs 10%, bei 4 bis 5 ACEs 12% und bei 6 und mehr ACEs waren es 16% der Befragten, die geraucht haben. ACEs und chronische Depression. Links ist aufgetragen der Prozentsatz derjenigen, die bisher in ihrem Leben die Diagnose Depression erhalten haben. Es ist unterschiedlich aufgetragen. In hellblau sieht man die Frauen, die haben immer etwas höhere Zahlen, und in grün sieht man die Männer. Wenn man kein ACE erlebt hat in der Kindheit, ist die Prozentzahl bei den Frauen 18%, bei den Männern 11%. Und man sieht, ich werde jetzt die Zahlen nicht einzeln vorlesen, dass mit zunehmendem ACE die Prozentzahl deutlich steigt. Bei 4 und mehr ACEs haben wir schließlich bei den Frauen eine Prozentzahl von 58%, die jemals eine Diagnose von Depression erhalten haben. Bei den Männern sind es 35%. Hier sieht man den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Frauen geht man normalerweise davon aus, dass die Aggressivität, die sie durch die Kindesmisshandlung erlebt haben, nach innen richten und deswegen depressiv werden. Bei den Männern, die agieren das eher aus, sodass sie weniger depressive Diagnose bekommen, sondern eher aggressiv und gewalttätig werden. ACEs und Antidepressiva. Auch hier wird 50 Jahre später gefragt, wie viele ACEs hat jemand erlebt, und man sieht dann aufgetragen hier auf der linken Seite, wie viele Rezepte man in 10 Jahren für Antidepressiva bekommen hat. Bei 0 ACEs sind das 32, bei einem 50, bei 2 ACEs 65, bei 3 ACEs 73, bei 4 ACEs 97 Rezepte und bei 5 und mehr ACEs fast 100 Rezepte in 10 Jahren. ACEs und Halluzinationen. Bei keinem ACE haben wir sehr wenig Halluzinationen, und mehr ACEs steigt der Anteil wieder mal an, so wie wir das bei den anderen Kurven auch gesehen haben. Dabei ist es deutlich, dass wenn jemand Alkohol oder Drogen missbraucht, das ist die dunkle Säule, dass dann die Gefahr von Halluzinationen etwas größer ist. Aber der Zusammenhang ist trotzdem auch bei denjenigen da, die keinen Alkohol- oder Drogenmissbrauch betreiben. Sexuelle Misshandlung und unerklärte Symptome. Auf der linken Seite sieht man, wie viele Patienten in einer bestimmten Gruppe sexuell misshandelt worden sind. Und die einzelnen Säulen von 0 bis 8 zeigen, wie viele unerklärte Symptome ein Patient beim Arztbesuch benennt. Unerklärte Symptome sind solche Symptome, die sich anhören, als würde es eine körperliche Störung geben, aber die medizinische Untersuchung erbringt keine Ergebnisse. Dann ist ein Symptom unerklärt. Und man sieht, dass bei den Patienten, die über kein unerklärtes Symptom klagen, die Rate von Patienten mit sexueller Misshandlung ungefähr 15% ist. Wenn die Patienten über mehr unerklärte Symptome klagen, man sieht das hier bei 4 und bei 5, ist man schon mal 25-30% der Patienten, die sexuell misshandelt worden sind. Und wenn man 8 unerklärte Symptome hat, ist man bei über 40% Patienten, die eine sexuelle Misshandlung erlebt haben. Es geht also darum, dass durch die sexuelle Misshandlung offensichtlich körperliche Symptome produziert werden, für die es keine physiologische Erklärung gibt. ACE und vermindertes Kindheitsgedächtnis. Hier wird auf der linken Seite wieder gezeigt, wie viel Prozent einer bestimmten Gruppe Gedächtnislücken haben in Bezug auf ihre Kindheit. Das ist bei keinem ACE 9,7%, bei einem ACE 12%, bei 2 ACEs 18,9%, bei 3 ACEs 22,1% und bei 4 und mehr ACEs 34% können sich nicht an die Kindheit erinnern. Hier kann man nochmal sehen, dieses Phänomen wurde schon angesprochen bei dem Thema Mindererfassung von ACEs.
Wenn also jemand sehr viele ACEs erlebt hat, hat er deutlich Gedächtnislücken in seiner Kindheit, in der sicherlich auch noch mehr ACEs berichtet werden könnten. Ein Grund anzunehmen, dass die wahre Häufigkeit von ACEs in der Bevölkerung eigentlich größer ist, als diese Studie vermuten lässt. Jetzt geht es um Arbeitsprobleme, ACE und verringerte Arbeitsfähigkeit. Hier sieht man von blau bis dunkelgrau die Häufigkeit von ACEs. Blau ist jeweils 0 ACEs. Dunkelgrau ist 4 und mehr ACEs. Man sieht, dass die Fehltage ansteigen, wenn auch die ACEs ansteigen. Man sieht, dass die Menschen, die ernste finanzielle Probleme berichten, auch mehr werden, je mehr ACEs in ihrer Kindheit hatten. Und man sieht, dass ernste berufliche Probleme, selbst eingeschätzt, auch mehr werden, wenn die Menschen über mehr ACEs berichten. Also ACEs haben nicht nur gesundheitliche Auswirkungen, sondern auch im sozialen Bereich, im Arbeitsbereich erhebliche Einschränkungen bringen die mit sich. Sexuelles Verhalten von Jugendlichen. 16% der Mädchen, die kein ACE erlebt hatten, waren vor dem 19. Geburtstag schwanger. Dagegen waren 53% der Mädchen mit 7 oder 8 ACEs bereits vor dem 19. Geburtstag schwanger. Das heißt, wenn man sehr viele ACEs erlebt hat, ist die Wahrscheinlichkeit einer Teenager-Schwangerschaft größer. Der Anteil der jungen Männer, die ein Mädchen von unter 20 Jahren geschwängert hatten, stieg mit der Anzahl von ACEs an, die sie erlebt hatten. Keine ACE, 11,6% haben schon ein Mädchen oder eine junge Frau mit unter 20 Jahren schwanger gemacht. Bei einem ACE sind es 15,2%, bei zwei ACE 17,2%, bei drei ACE sind es 17,6%, bei vier ACE sind es 24%. Bei fünf und mehr ACE sind es 26,8%. Das heißt, ACEs führen dazu, eher verantwortungslos mit seinem Sexualverhalten umzugehen. Der Anteil der Frauen, die vor dem 15. Geburtstag ihren ersten Geschlechtsverkehr hatten, steigt, je mehr ACEs die Frauen berichten. Von 3,9% bei Frauen ohne ACE steigt der Anteil auf 30,5% bei Frauen mit 6 und 7 ACEs. ACEs und Promiskuität. Auf der linken Seite sind aufgetragen, wie viel Prozent einer Personengruppe mindestens 50 Sexualpartner bisher hatten. Das würde ich schon sagen, ist eine ganze Menge. Wenn man also keine ACE hatte, ist es 1% der Personen. Wenn eine ACE hatte, wird es schon mehr, 1,7%. Bei zwei ACEs 2,3%. Bei drei ACEs 3,1%. Bei vier und mehr ACEs 3,2% mit mindestens 50 Sexualpartnern bisher. ACEs und Lebererkrankungen. Links ist aufgetragen, wie viel Prozent einer Personengruppe die Diagnose Hepatitis Gelbsucht behalten haben. Man sieht hier auch einen leichten steigenden Zusammenhang bei 0 ACEs 5,9%, bei 6 bis 8 ACEs 10,9%. Das hängt natürlich zusammen mit dem Alkoholismus, der auch sehr stark ansteigt mit der Häufigkeit der ACEs. ACEs und koronare Herzerkrankungen. Bei 0 ACEs sind 6,9%, die Probleme mit dem Herzen haben, Herzkranzgefäße verstopft, Herzinfarktgefahr. Bei einem ACE 8,2%, bei 2 11,1%. Bei 3 ACEs 15,5% und bei 4 und mehr ACEs 17,5% Herzprobleme. ACEs und antipsychotische Medikation. Hier kann man auch sehen, dass bei 0 ACEs eher wenig Rezepte ausgeschrieben werden für antipsychotische Medikamente. Wenn man aber 4 und 5 und mehr ACEs hatte, wären es 10 Rezepte, die ausgeschrieben werden für antipsychotische Medikamente. ACEs und Angstmedikamente steigen auch stark an. Bei 0 sind es 15 ungefähr, bei 5 und mehr ACEs sind es über 30 Rezepte, die verschrieben werden für Angstmedikamente. ACEs und Lebenserwartung. Dieses Diagramm ist etwas kompliziert. Hier sieht man die Prozentzahl von Menschen oder die Häufigkeit, wie viele Menschen einer bestimmten Altersgruppe in einer Gruppe sind. Man sieht hier bei der 0 die linke Gruppe von Säulen. Da ist die rosane Säule, das sind die Leute über 65, am höchsten. Die zweithöchste Säule ist die graue Säule von 50 bis 64 Jahre alte Leute. Das ist also bei denen, die kein ACE haben, gibt es relativ viele alte Leute. Wenn man jetzt rübergeht zur 4 auf der rechten Seite, dann sieht man, dass die älteren Leute über 65 fast gar nicht vorhanden sind in dieser Gruppe und dass die 50- bis 64-Jährigen auch viel weniger sind als die anderen beiden jüngeren Gruppen. Jetzt könnte man denken, das liegt daran, dass eben die älteren Leute wenig ACEs erlebt haben. Es ist aber andersrum. Es ist so, dass die älteren
in den Gruppen mit viel ACEs nicht auftauchen, weil sie gar nicht mehr leben. Die 65-Jährigen und 50-Jährigen sind also schon vorher gestorben. Man kann daran sehen, dass die Lebenserwartung der Patienten mit ACE, mit vielen ACEs, also 2 und 4 und 6 und 8, dass die deutlich verringert ist. Es können bis zu 20 Jahre Lebenserwartung verloren gehen, wenn man viele ACEs hat. Das heißt natürlich nicht, dass das unausweichlich ist. Man kann etwas dagegen tun, aber es ist sehr aufwendig und erfordert eine lange Aufarbeitung seiner belastenden Kindheitserfahrungen. Und man muss zunächst anerkennen, dass man unter einem großen Risiko lebt, wenn man viele belastende Kindheitserfahrungen gemacht hat. Häusliche Gewalt. Wenn die Häufigkeit, mit der man als Kind häusliche Gewalt beobachten musste, anstieg, gaben die Patienten auch mehr Alkoholismus, mehr illegalen Drogenkonsum, mehr Spritzen von Drogen und mehr Depressionen an. Mädchen, die in ihrer Kindheit entweder körperliche Misshandlungen, sexuelle Misshandlung oder häusliche Gewalt erlebt haben, berichteten 3,5 Mal häufiger, dass sie Opfer von Partnergewalt geworden waren. Jungen, die in ihrer Kindheit entweder körperliche Misshandlungen, sexuelle Misshandlungen oder häusliche Gewalt erlebt haben, berichteten 3,8 Mal häufiger, dass sie Partnerschaftsgewalt ausgeübt haben. Also hier sieht man deutlich, dass die Kindheitserfahrungen sich fortsetzen. Wer sind die Täter? Auf wen müssen wir uns denn konzentrieren, wenn es um Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern geht? Wir haben hier als erstes die anderen, das sind 5,9%. Dann haben wir, wo es keine Angaben gibt, fehlende Daten, 3,9%. Fachkräfte, 1,1%. Und verheirateter Partner vom Elternteil, also sowas wie eine Stiefsituation, 4,1%. Ein anderer Verwandter ist der Täter, 6,5%. Und die Leute, auf die wir besonders achten müssen, sind die Elternteile, 78,5%. Das Problem beginnt also zu Hause. Was kommt als nächstes? Demnächst folgt der Teil 2, das ist ein Interview mit dem Leiter der ACE-Studie, Dr. Vincent J. Felitti, in dem es vorrangig um ACEs und Übergewicht geht. Vielen Dank, dass du dir diesen Vortrag angesehen hast. Es ist ein bisschen düster, das Thema, aber man kann die Welt und ihre Probleme nicht verstehen, wenn man nicht die Langzeitfolgen von Kindesmisshandlungen auf psychische und körperliche Gesundheit kennt.